Willkommen zurück zu einem neuen Part von New Super Mario Bros. U. Wir haben im letzten Part die Kandis-Minen angefangen und nun gibt es hier zwei Schalter, einerseits ein blauer und ein roter, und wenn ich den blauen betätige, dann gehen diese komischen Blöcke hier rüber und wir kommen somit zur ersten Burg. Ja, die erste Burg, denn diese Welt hat zwei Burgen. Wir werden wohl bum bum zweimal hier antreffen. Na toll. Grollturm des Grauens. Groll, das grollt. Und das Grauens, aha, diese Dinger hier. Und mit denen wird hier wohl gearbeitet. Ich verstehe, ja gut, dann warten wir mal kurz, bis du hier mal vorbeigehst, damit ich mir mal hier eine Eisblume gönnen kann. Gibt's da auch mal was? Nein. Hallo, nicht hier runter, jetzt und hier rüber. Diese komischen Käfer hier, bei denen muss man aufpassen, man kann auf denen drauf springen, aber nicht immer. Nein, 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 nein. Weil manchmal haben sie Stacheln und das ist dann eher, naja, hinderlich. Will ich das mal meinen. Wie zum Beispiel eben beim Käfer da oben rechts. So, das hier, da muss man auch einfach mal gut drüber springen. Dieser Bereich hier links, der sieht sehr, sehr verdächtig aus. Ich bin dann links schon drauf gesprungen oder da hochgesprungen, aber da war nichts. Aber diese Münze da auf der Röhre, die sagt doch, da ist etwas. Aha. Was ist hier? Ein Mini-Pilz? Ein Mini-Pilz? Okay. Bestimmt brauche ich den für irgendeine Star-Coin. Ah, da oben sehe ich es doch schon. Ach du Heilige. Und da jetzt als Mini-Pilz hier durch. Ihr wollt mich doch hier. Kackeiern. Okay, ja gut, dann probieren wir es mal. Und zack hier rauf. Das klappt so schon mal nicht, aber jetzt. Und dann da mal rein. Mini-Mario, wir sind sehr, sehr selten bisher Mini-Mario gewesen. Man brauchte kaum eine Star-Coin als Mini-Mario. Daher, ja, bin ich mal gespannt, wie es hier jetzt so wird. Zack, hier hoch. Obwohl Mini-Mario das neue Feature hat, auf den Wänden hochzulaufen, wird das kaum benutzt. Aber ich bin so ein bisschen auch froh drum, weil, ja, wenn ich zum Beispiel an New Super Mario Bros. DS denke, da gab es haufenweise Starcoins, die man nur mit Mini Mario holen konnte. Da war es ja so, dass man zwei Welten nur mit Mini Mario holen konnte. Hier ist die zweite Starcoin einfach mal. Ja, moin. Das war ja schon damals auf dem DS. Ja, ich fand es aber cool, dass man mit Mini Mario nochmal Bosse besiegen musste, weil es dadurch nochmal schwieriger wurde. Um dann halt zwei andere Welten zu bereisen. So, wartet. Da oben links, da ist doch bestimmt auch irgendwas. So, hier mal rauf. Da mal rauf. Und zack, hier hin. Ja, Münzen sind da. Ja, mein. Ja, mein. Man denkt wenigstens daran, uns was zu geben. Ich weiß halt nicht. Soll ich mir jetzt mal einen Pilz nehmen? Ich nehme mir jetzt einen Pilz. Ein Pilz, hau nicht ab. Pilzi. So. Falls doch noch die dritte Starcoin mit Mini Mario geholt werden muss, werde ich das halt dementsprechend nachholen. Aha. Rote Münzen. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Dann nehmen wir sie mal. Für eine Eisblume. Die nehme ich da auf jeden Fall. Gut, dann. Hallo, ich bin gesprungen. Auch mal wieder das Problem, dass, ja, dass man B drückt und es passiert nichts, weil man kurzzeitig in der Luft ist. Gut, wenigstens gibt es ja als Entschuldigung eine weitere Starcoin. Ist hier außen irgendwas? Sieht fast nicht danach aus. Bisher nicht, bisher nicht. Ja, gucken wir mal weiter. Gucken wir mal weiter. Das rollt da runter. Eieiei. Da ist nix. Gehen wir mal weiter. Immer schön die Wände hier überprüfen. Ich weiß, ich habe die Wand da unten bei dem Steinblock Spender jetzt nicht überprüft. Wie auch immer die, ja, man es da nennen kann. Aber ja, gut. Vor allerdings eventuell. Ne, Moment mal. Man kann ja. Bein. Aber wir sind gleich am Ziel und wir haben die dritte Starcoin nicht. Wir haben die dritte Starcoin nicht. Und ich habe nicht mal eine Ahnung, wo sie sein können. Das ist noch das Problem dazu. Keine Ahnung, wo sie ist. Ich muss irgendwas übersehen haben. Ich weiß halt dementsprechend jetzt auch nicht, ob es mit Mini Mario geholt werden muss oder mit normalen Mario. Da werde ich auf jeden Fall nochmal genauer nachgucken. Hallo Bum Bum, da bist du ja mal wieder. Willst du wieder groß werden, wie zum Beispiel im Dschungel? Oder was machst du jetzt? Er hat Flügel bekommen. Ja moin. Er hat Flügel bekommen.
Und seine Arme sind jetzt komplett weg. Ich weiß nicht, ob das für dich ein Upgrade oder ein Downgrade war. Auf jeden Fall hast du mich schon mal einmal jetzt bekommen. Jetzt hast du mich sogar zweimal bekommen. Also wenn ich jetzt hier sterbe, kann ich wenigstens gucken, wo die... Jetzt, ja, ich sterbe hier. Ja, moin. Na ja, dann sehen wir uns entweder gleich bei der dritten Starcoin, wenn ich sie wieder... wenn ich sie finde. Oder dann bei Bum Bum dementsprechend. Ach man, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Da ist noch eine kleine Röhre, wo man dann mit Mini Mario rein kann. Also dritte Starcoin mit Mini Mario kann ich dementsprechend jetzt nicht holen. Ja gut, dann werde ich die wieder nachreichen. Ist auch gar kein Problem. Mache ich glatt. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt den Boss besiegt bekommen. Das Problem ist mit Mini Mario dann, ich kriege ja dann oben nur einen Pilz. Bedeutet, ich muss den Boss dann jetzt auch nochmal mit zwei Leben dann besiegen. So, Feuerblume an sich, also die Feuerbälle bringen hier rein gar nichts, weil Bum Bum immer in der Luft ist und ich muss erstmal sein Angriffsschema so ein bisschen durchschauen. Wie springe ich denn am besten bei einer Angriff? Ja, jetzt, er macht da zwei verschiedene Formationen. Entweder er ist kerzengerade oder so schräg wie jetzt hier. So, man könnte ihn wieder jetzt abfangen, oder? Weiß ich jetzt gar nicht, ob das da möglich ist. Aha, okay. Interessanter Angriff. Der ist ein bisschen leichter abzuwehren. Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn. Dieses Mal ein bisschen besser. Gut, dann gehe ich gleich nochmal zurück ins Level. Und hole ich dann mal die letzte Starcoin. Das wird aber ein bisschen hart mit Mini Mario da durchzukommen. Aber ja, kriege ich schon hin. Kriege ich schon hin. Oh, Schienen da unten. Das heißt nichts Gutes. Und das Level werden wir auf jeden Fall noch in diesem Part machen. So, das ist hier die schwierigste Stelle. Die mache ich mal mit euch. Die anderen Stellen waren jetzt nicht so schwierig. Hier muss man auch einfach mal schnell durch, bevor die ganzen Kugeln hier so wirklich richtig runterkommen. Einfach ein bisschen auf Geschwindigkeit gehen. Und dann klappt das schon. So, nein, das war ein bisschen... So, und jetzt hier durch. Passt. Also schwer ist es dann doch nicht. Gut. Das hier könnte noch ein bisschen schwieriger werden. Zumal es gibt hier keinen Power-Up. Ja, einfach mal hier so durch. Kurz mal warten, kurz mal warten. Lieber ein bisschen geduldig sein. So, zack. Und dann gibt es da die Starcoin. Sehr, sehr schön. Wir haben sie. Dann mache ich jetzt schnell das Level zu Ende und dann sehen wir uns gleich wieder. Ne, Moment mal. Gibt es hier einen Secret Exit? Es gibt hier einen Secret Exit. Ja moin, wir haben den Secret Exit gefunden. Dann finde ich gut, dass da auch eine Starcoin dementsprechend war. Weil dadurch wären halt Secret Exits dann halt ersichtlicher. Weil in den ersten zwei Welten zum Beispiel musste ich ja so ein bisschen nachgucken. Und ja, da gibt es einen Secret Exit. Ja moin. Wohin führt da zu diesem Level? Ist das ein extra Level? Sieht nämlich nicht nach einem extra Level aus. Vielleicht gibt es hier mehrere Secret Exits. Ist ja auch eine sehr große Welt. Gut, für uns geht's jetzt weiter hier oben im Level. Feisthörnchens Rubel. Feisthörnchen? Ach, so heißen die Viecher hier, oder wie? So heißen die Viecher anscheinend. Okay, auch mal ganz gut zu wissen. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Ja, Moment mal, da ist etwas. Und. Ey, du solltest das da wegmachen. Ja, gut, dann mache ich halt mit einer Stampfattacke das weg. Hier sind nämlich Münzen. Wahrscheinlich gibt es hier auch das Flughörnchen als Item. Aber leider war ich noch Mini Mario. So, hier mal hoch. Ja, was sind wohl diese Viecher hier? Interessant, gut zu wissen, gut zu wissen. So, da ist eine rote Röhre. Das heißt, da ist irgendwas. Wahrscheinlich die erste Starcoin. Muss ich mich jetzt entscheiden, wo ich hier runtergehe, oder wie? Ein Glück kann man wieder zurück. Das ist ja das Gute. Zack. Sonst wären dann nur Münzen, nix oder so ein Weißtörnchen. Gut zu wissen. Da haben wir ja schon mal jetzt die erste Starcoin. Da oben gibt es dann auch endlich mal ein weiteres Item. Ja, genau. Das Flughörnchen. Weiß das Feisthörnchen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Warte, da oben ist da auch irgendwas. Moment mal, wie soll ich denn da rüberkommen? Hä? Gibt es den P-Switch irgendwo?
Wahrscheinlich. Da schon mal nicht. Es sind mehrere solche Wege. Warte, da müssen wir mal mit einem Kugelwilli. Eieiei. Mit einem Kettenhund mal arbeiten. Komm mal hier rüber. Bello. Hallo, Bello. Du siehst mich doch. Ah, nicht so. Nicht so, nicht so. Komm mal hier rüber. Komm mal hier runter. Hier, Leckerli für dich. Ja, es ist schon besser. Hallo, hallo. Oh! Komm jetzt her. Komm jetzt her. Genau, genau. So ist perfekt. Wieder springe ich daneben, aber es passt dieses Mal. So. Und hier wird wohl ein Please-Switch oder so drin sein, würde ich mal schätzen. One-Up! Hä? Wie soll ich das hier aufmachen? Mit dem Kettenhund da oben? Wahrscheinlich. Also ich bin jetzt so ein bisschen ratlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Komm mal hierher. Geh mal hier in die Richtung. Genau, genau, genau. Hallo, hallo. So, zack. Nee, der kommt da gar nicht unten hin. Hier muss irgendwo ein P-Switch sein. Boah, die Frage ist wo? Ich habe ja schon alles erkundet. Hier drüben waren wir jetzt auch. Da ist alles. Vielleicht da oben links. Hier. Aha, aha, aha. So, so kommen wir dann auch zur zweiten Starcoin. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier fehle, dann muss ich die zweite Starcoin nochmal holen, weil ich jetzt den Checkpoint schon aktiviert habe. Na egal. Gut, dann haben wir wenigstens die Starcoin erstmal. Dann können wir ja weiter gucken. Da oben ist jetzt nix. Ja, das Item, das hole ich mal hier raus. Kann hier ein bisschen mit Wandsprünge arbeiten. Ja gut, jetzt habe ich das doch eingesammelt. Hallo, ich will da hoch. Ich will da hoch. Ach, das ist nur ein One-Up. Okay. Da ist die letzte Starcoin. Wie komme ich dann da am besten hin? Am besten mit Wandspringer, ja? Ach, die ist ja nicht schwer. Die ist ja überhaupt nicht schwer. Kommt ja auch gar nichts von oben. Also man hat da genügend Zeit. Da ist auch kein so ein Hörnchen drin. So ein Feisthörnchen. So, ja gut, die roten Münzen habe ich jetzt nicht alle gesehen. Doch, habe ich. Ja, mein. Selbst die habe ich geschafft. Gut, One-Ups brauche ich jetzt nicht mehr. Zeit geht mir aus. Also, Plattform, geh mal bitte weiter schneller runter. Ja, geht doch. Hier rüber, zack, in die Röhre rein. Danke sehr. Und ab ins Ziel. Dann haben wir es der wenigstens sehr gut abgeschlossen, ohne zu failen. So soll es sein. Und ab hier auf die Fahnenstange. So, ich bin jetzt auf das nächste Level gespannt, weil da Schienen sind und ich habe da so eine kleine Befürchtung. Daher bin ich da mal gespannt. Ich erinnere mich nämlich an ein Level aus Super Mario Bros. Wii. Und da mal gucken, damals Lucky Lucky machen. Dunkle Blockade. Obwohl wiederum, nee, noch nicht. Wahrscheinlich noch nicht. Nee, noch nicht. Weil es ist eher dieses extra Level da. Sternen. Nein, ich möchte nicht die Feuerblume haben. Hier wird schön mit Licht gearbeitet. Das ist doch schön. Aha, nochmal ein Stern. Ist doch schön. Vielleicht brauche ich den Stern auch für irgendwas. Und noch ein Stern. Können wir hier eine schöne Serie aufbauen. Yay. Mal sehen, ob ich das hier die ganze Zeit so durchkriege. Das wäre auf jeden Fall mega cool. Da haben wir den nächsten Stern. Warte, da oben. Die gelbe Röhre da. Die sagt mir hier, da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Da brauche ich. Da ist der Stern ein bisschen nutzlos. Weil somit kann ich nicht auf den Koopas drauf springen. Vielleicht kriege ich das auch so hin. Ah, es war so schon mal nichts. Ja, man kriegt es auch so hin. Okay. Zumindest mit einem Flughörnchen. Gut, dann ist jetzt unsere Serie vorbei, aber dann können wir ja mal so das Level machen, wie es eigentlich gedacht ist. Da wird es den nächsten Stern geben. Okay, wir haben ja schon einen großen Teil des Levels inzwischen gemacht. Da ist ein Checkpoint. Da wird es wieder einen Stern geben an sich. Dann machen wir mal Licht an. Es werde Licht, so wie sehen. Ja, Feuerblume brauche ich jetzt hier nicht. Brauche ich den Bob-Bomb für irgendwas? Ich hoffe mal nicht.
Ich hoffe mal nicht. So, das Licht ist natürlich wieder aus. Dann machen wir das Licht wieder an. Oh, zack. Warte, da unten. Da unten. Mit einem Bob-Bomb. Komm hier runter, mein Freund. Genau. Ja, es war so schon mal nicht ganz richtig. Es war ein bisschen zu weit oben. Aber jetzt. Ja, ja, das könnte schon hinhauen. Ich weiß es nicht. Ja, fast. Fast. Ich probier's. Ja, wunderbar. Wunderbar. Warte, warte. Bleib mal kurz mal hier. Nein! Ich wollte die Beine nicht gegenseitig zerstören. Hier, da dürfen nicht die Blöcke zerstört werden, darunter. Ja, das sieht ganz gut aus, weil wenn die Blöcke da verschwinden... One up! WTF? Warum One up? Ich dachte, ich habe jetzt mit der letzten Starcoin gerechnet. Na toll. Was wollte ich denn sagen? Ich habe jetzt auch komplett vergessen, was ich sagen wollte. Egal. Dann gehen wir mal weiter hoch. Schade, dass da nicht die letzte Starcoin ist. Mal sehen, wo die sonst auf mich wartet. Komm da schnell hoch. Danke sehr. Oh, ein Feuerbruder. Feuerbruder. Recht mit dir. Da unten ist so ein Feld, wo man vielleicht einen Stern kriegt. Nee, wunderbar. Das, was ich am wenigsten gebrauchen kann. Aber naja. So, dann gucken wir mal, dass wir hier Licht kriegen. Aha, da ist die letzte Starcoin. So, haben wir sie. War ein bisschen riskant, ich weiß. Aber es hat funktioniert. Was ist das da? Ah, da sieht man, wie die Bob-Bombs da runterkommen. Das ist ja ein cooles Detail. Das ist ein cooles Detail. Das ist schön. Das ist ja so schön. So. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich die ganze Zeit noch das One-Up auf der Pfannenstange hole. Aber mir ist es eigentlich auch egal. Jo. Dann haben wir das Level da geschafft. Wir haben sowieso noch ein bisschen Zeit. Wir können uns dann Yoshi holen. Oder halt auch One-Ups. Beides brauchen wir jetzt eher weniger. Dann... Obwohl, den Yoshi, den nehme ich ruhig mal mit. Genau. Dann machen wir das nächste Level. Ballett der Piranha-Pflanzen. Ach du Heilige. Ich glaube, mit dem Secret Exit kommen wir dann da an der Kreuzung hin, wo wir auch gleich mit diesem Level hinkommen. Das war der mit den Seifenblasen. Yo. Ist eigentlich... Ah! Ja! Hui! Chill ich eigentlich mit Yoshi und Flughörnchen. Aber ich habe nicht gerade daran gedacht, dass Mario sich da nicht festhalten kann mit dem Flughörnchen hier. Oh, wenn ich schüttle, dann passiert hier auch... Zwei One-Ups, ja Mann. Dann... Was soll ich sagen? Dann schieße ich auch Blasen herum. Eieiei. Aber reicht eigentlich auch hin, wenn ich... Ja, drücke, so, weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Sehr, sehr schön. Ja, hier kriegt man auch das Flughörnchen an sich. Oder eine Eisblume, so wie man will. Ja, moin. Da ist etwas. Wie komme ich da ran? Ich bräuchte... Ah, den Cooper, den ich ja, in Münzen verwandelt habe. Wenn ich jetzt nochmal weggehe, kommt der dann nochmal zurück? Ich hoffe. Ja, es sollte jetzt weit genug sein. Die anderen Gegner sind auch nicht zurückgekommen. Nee, der kam nicht zurück. Ach, Mann. Ja, moin. Ist ja unfair. Ich glaube, dass der Yoshi ist überhaupt nicht hier für dieses Level gemacht. Kann das sein? Naja, egal. Ich habe jetzt den Yoshi mit dabei und das ist halt jetzt so. So, danke für hier rauf. Das kommt wohl extra, wenn ich Yoshi dabei habe, richtig? Weil somit kann ich ja nicht weitergehen. Aber schön, dass daran gedacht wurde. Ist da unten irgendwas? Nee, natürlich nicht. Finde ich überhaupt irgendeine Starcoin? Ich weiß es nicht. Da ist einer. Da muss ich aber Yoshi mal zeitweise absetzen. Weil da brauche ich das Flughörnchen für. Hier gibt es auch nochmal eine Eisblume? Nee. Nee, nee, nee. Ach, Freilie. Aber es funktioniert. Halt dich da fest. Halt dich da fest. Das ist so die letzte Starcoin. Ich habe zwei Starcoins übersehen. Ja, moin. Oh je, wann hat sie mich der Gummer getroffen? Gut, da brauchen wir jetzt nichts. Zack, zack, zack. Alle auffressen. Ja, mit dem blauen Yoshi ist es hier relativ machbar. Also man kann hier geschillt durchgehen. Aber ja, das Wahre ist es halt auch nicht, weil man halt dann nicht alles findet.
Ich muss auch bemängeln bei diesen extra Baby-Yoshis, wenn man die auf der Weltenkarte so bekommt. Man weiß halt nicht, wo soll ich denn die überhaupt einsetzen? Wo macht's Sinn? Und ja, hier macht's leider eher weniger Sinn. Ich werde jetzt das Level nochmal machen. Aber ohne Yoshi, bedeutet, ich werde den dann auch zurücklassen müssen. Es tut mir leid, Yoshi. Aber, meins ehrlich, so süß bist du auch da jetzt nicht, als so Baby-Yoshi. Also, Baby-Yoshis habe ich mir süßer vorgestellt, sagen wir es mal so. Okay, dann gucken wir mal. So, da haben wir gleich erstmal eine Star-Coin. Wenn der Quapanzer hier zurückkommt. Na gut, dann mal hier kurz so durch. Wunderbar, passt. Star-Coin Nummer 1. Ja moin, das war jetzt einfach nur Zufall. Okay, da ist schon mal eine Star-Coin, okay. Warte. Hä? Wo bin ich denn hier? Ich glaube, hier kommt man irgendwie anders hin. Hä? Was ist denn das hier? Warum war da... mit dem Level bin ich jetzt sehr verwirrt. Irgendwie ist hier was faul. Ich glaube, über diesen Weg darf man da eigentlich gar nicht hochkommen. Ich habe jetzt einen anderen Weg mal dafür genommen oder so. Keine Ahnung, was das jetzt da war. Na gut. Mein Flugkörnchen ist leider jetzt weg, weil ich das... Ja, bin ich verloren habe, weil ich einfach mal ein bisschen zu voreilig und ungeduldig gerade war vom Ziel. Naja, egal. Wir machen jetzt das extra Level hier. Knochenbahn im Dunkelwahn. Und das ist das, was ich meinte vorhin mit New Super Mario Bros. Wii. Da gab es auch so ein Level. Mini Mario? Okay. Für bestimmte Star Coins oder wie ist das hier? Ja, notfalls muss ich nochmal mit Mini Mario hier reinkommen. Ich habe ja zwei auf Lager, so gesehen. Ja, die Knochenbahn. Die gab es in New Super Mario Bros. Wii auch schon in Welt 8. Das war auch das Secret Level da. Kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Da ist die erste Star Coin. Okay, dann schon mal keine Star Coin für einen Mini-Pilz. Interessant. Trotzdem würde mich mal interessieren, was man für einen Mini-Pilz da bekommt. Vielleicht werde ich das neu rausfinden. Vielleicht aber auch nicht. Gucken wir mal. Mal sehen, wie dieses Level hier erstmal wird. Ja gut, die roten Münzen habe ich jetzt leider nicht bekommen. Es ist sehr, sehr dunkel. Aha. Ich laufe hier einfach mal voraus. Das ist keine gute Idee. Ich bin weg. War nur für Münzen oder so, keine Ahnung. Ah, da oben gibt's ein Item. Was ist? Gibt's hier für ein Item? Ein Stern. Damit ich hier bessere Sicht habe. Danke sehr. Dennoch können wir als Stern sterben, wenn wir dementsprechend in der Brühe da unten drin sind. Starcoin. Da. Wir haben sie. Starcoin Nummer 2 ist das, sehr, sehr schön. So, hier schön springen im richtigen Moment. Wunderbar. Gibt's hier nochmal einen Stern? Ja. Der mich nicht mehr erreicht. Oh, jetzt muss ich hier irgendwie im Dunkeln klarkommen. Ach du Eile. Irgendwo wird geklatscht. Wir haben es geschafft. Aber es fehlt immer noch eine Starcoin. Aber ich denke mal, wir haben es nicht ganz geschafft. Also es fehlt noch ein Teil des Spiels. Ja, genau. Wir sind jetzt an der Oberfläche. Aha. Oh, diese Viecher da unten, die machen schon mal... Was? Hätte ich da mit einem Stern hingemusst, wahrscheinlich. Aber jetzt gibt es hier zwei solche. Ach so, das ist das hier. Achso, verstehe. Okay, dann zwei Dinge. Ich möchte einerseits prüfen, was kriegt man am Anfang. Das werden wir jetzt noch gemeinsam machen. Und dann gucke ich mal, wie ich an die zweite Starcoin rankomme. Also mit einem Stern, den ich leider zuvor nicht bekommen habe. Haha. Dann drücke ich mal B ins Inventar. Und da haben wir noch einen Mini-Pilz. Gut, dass wir welche auf Lager haben. Ich will einfach mal gucken, was es da gibt. Bestimmt nichts Besonderes, aber mal gucken. Haufenweise Münzen, die ich überhaupt nicht brauche. Und wahrscheinlich noch ein One-Up. Ja, brauche ich alles nicht. Aber schön zu sehen, was es hier drin gibt. Schön zu sehen. Das Problem ist, jetzt muss ich bis da hinten kommen und das alles mit Mini Mario. Ah, I love it. So, ich bin jetzt beim Stern. Jetzt gleich den nehmen, runter hier. Zack, wunderbar. Dann haben wir den schon mal.
Jetzt heißt es Beeilung. Ich bin leider auf den Dings hier angewiesen. Alter, wie knapp ist denn das? Und hier gibt es wohl den nächsten Stern, den ich dann da brauche. Ach du Heilige. Ja, ich denke schon. Also das heißt, ich brauche dafür jetzt mehrere Versuche. Oder was gibt's denn hier? Auch nur eine Münze. Da würde es dann vielleicht nochmal einen nächsten Stern geben. Ja, klasse. So, jetzt ist das Schöne, dass ich mal großer Mario bin. Jetzt mal ein bisschen später und zack. Mich mehr in jetzt ist der Stern weg. Shit. Aber vielleicht, weil ich jetzt ein Feuer Mario bin, vielleicht komme ich da trotzdem zum Stern. Mal gucken. Ich will es einfach mal probieren. Weil ich kann mich somit zweimal hitten lassen. Ist zwar jetzt nicht die Art und Weise, wie man es machen soll, aber rein theoretisch werde ich das, denke ich mal, trotzdem nicht schaffen. Nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nie und nimmer. Nee. So, ein neuer Versuch. Ich muss den Stern möglichst spät nehmen. Ja, das war so, das war sehr, sehr gut. So, los geht's. So, jetzt hier rüber. Ja, durch da. Ich hab's jetzt nicht zum Block geschafft. Ja, wir haben ihn. Nice. Okay, gut, nice. So muss das sein. Sehr, sehr schön. Ah, das war sehr, sehr schwierig. Das war wirklich sehr, sehr schwierig. Vielleicht sogar die bisher schwierigste Starcoin. So, hier rüber und auf die Fahnenstange drauf. Wunderbar. Puh, das war heftig. Und es geht auf jeden Fall heftig weiter. Im nächsten Part machen wir dann die zweite Burg. Und vielleicht schon den Rest. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Kommt drauf an, wie viel wir schaffen. Also wir haben noch die Burg, haben wir vor uns. Dann das eine Level da. Dann die Festung. Das war's dann auch schon. Ja, doch, wir kriegen im nächsten Part die Welt fertig. Müssen wir mal gucken, wegen extra Level, ob es da noch irgendwo ein extra Level gibt. Muss es ja auch irgendwie. Kriegen wir auch alles hin. Bis zum nächsten Part und bye bye.